Moin Moin und herzlich willkommen zu einer hoffentlich tödlichen Runde Subsistence. Natürlich, hoffentlich nicht für mich. Bin gesättigt, ich habe die Munition von den Waffen, die wir dabei haben, aufgefüllt. Tiere sind gefüttert. Im besten Fall, die Nacht war noch nicht ganz rum. Ich habe das jetzt direkt dran gehangen an die Aufnahme. Ich hoffe mir dadurch einfach, dass die Jäger noch nicht nachgespawnt sind. Und wir da höchstens noch zwei Leute drin haben. Und dann schauen wir mal, was diese Jägerbase so zu bieten hat. Das sind ja höchstens vier, ne? Und wenn sie nachgespawnt sind, wenn ich mich wieder so anstelle wie eben, also gestern, kriegen wir das wohl geregelt. Ich hab Verbände, ich habe Erste-Hilfe-Kits, ich habe Essen. Nee. Ja, doch, ich habe doch Essen dabei. Beeindruckend. So. Muss ich gerade nur überlegen, wo waren das? Wo haben wir uns denn mit denen angelegt? War das hier? Ich glaube ja, ne? Ja, irgendwie, ich glaube hier über den Berg rüber. Die da. Einer ist oben, einer ist unten, das sehe ich jetzt schon. Das habe ich natürlich nicht so gut bedacht. Einer? Ja. Oh, komm schon! Zwei? Sind Gewehrmunition? Schön. Oh. Okay. Ihr müsst hier irgendwo noch einen Rucksack liegen haben. Gucke ich natürlich gerade nur nebenbei. Bist du gerade rausgekommen, mein Guter? Gucke ich gleich nach dem Rucksack deines Freundes. Hi! Schrotflintenpulver. Oh, geil, ich habe einen Schuss rausgehauen. Und kriegt die. Jo, wir haben's. Gib mir mal eure Asche. Warte, aber einen Rucksack, den will ich noch haben. Da könnte cooler Scheiß drin sein. Da. Okay, Gewehrpatronen. Seegras. Jo. So, Türladung. Muss ich wahrscheinlich ausrüsten, ne? Oh, und Pistolenmunition habe ich eh leer, ne? Oh, ne, ich könnte sogar nachladen. Oh, wie geil. Ich höre gerade auch niemanden. Nummer 4. Hey, ich habe eine Schrotflinte, Junge. Ja. Moin! Gib her! Rucksack von dir? Oh. Oh.
Okay. Kann ich stacken? Das ist geil. Stackbar, stackbar. Munition, Munition, Munition. Ein Kleber. Platten. Und ein Haufen Nägel. Wow, oh. Wie viele Nägel habe ich jetzt? 5. 36. Das heißt, es gab jetzt 31 Nägel von euch. Yo. Dass dieser absolut null vorbereitete Plan auch noch funktioniert, ne? Ja gut, der ist ja halbwegs vorbereitet, aber es war halt nicht das, was ich... Ich habe mich gehofft, dass zwei noch nicht wieder da sind. Na? Hab ich natürlich das Problem. Ich will mehr. Geil. Und das Riesending da hinten, das wird sich. Das wird, glaube ich, noch nicht mal in mein Inventar bekommen. Oh, haben wir hier noch eine kleinere finden? Ich habe keine Türladung mehr, also letztendlich so schlimm dramatische Sachen können wir gar nicht mehr machen. Da vorne. Lass uns da noch mal einen kurzen Blick hinwerfen. Ich habe noch zwei Medikits. Wann kann ich mir gerade nicht machen? Macht sie mir die Tür vielleicht auf? Das wäre witzig, wenn sie mir die Tür aufmachen würden. Mal kurz einen Moment geduldig. Muss ich meinen ganzen Kram wieder hochticken lassen? Habe ich Gemüse? Yo, danke Leute. Noch 4 davon. Ja, schön für euch da oben. Okay, ich gebe zu, das Geräusch macht mir ein bisschen Angst aus nächster Nähe. Also so eine Jägerbasis zu überfallen, scheint ja gar nicht so problematisch zu sein. 500 Mal draufschlagen. Das schaffe ich nicht. Gut. Definitiv Türladung. Für jede Base, die wir erledigen wollen, Türladung. So, wo wohne ich? Wo ist mein weißer Punkt? Muss ja in die Richtung sein, ne? Da. Gas geben! Jaja, habt ihr gut gemacht.
Ich werde jetzt noch mal ein bisschen bluten. Lauf. So. Schon nehme ich noch mit. Wir haben ja alles, ne? Aha. Oh, durchs Bluten gehen meine Werte runter. Oh, ich sehe gerade, die Leisten sind gesunken. Ach, wie schade. Ich bin immer noch schwerst begeistert, dass das geklappt hat. Ah, Sandra Wolf. Ja, komm. Hast du noch mehr Asche für mich hier? Weil die nehme ich gerne. Danke. Oh, Kiste. Ich bin gerade überlegen, ob wir alles zu Hause haben für noch eine Sprengladung. Dann können wir die Nachbarn ja auch noch kurz mitnehmen, ne? Also ich meine, es sind ja nur noch zwei übrig. Oh, ein Verband. Großzügig von dir, Spiel. Meinen normalen Bogen habe ich gerade nicht dabei, okay. Aber geil. Oho. Okay. Dass ich den Winter so verbringen werde, habe ich nicht kommen sehen. Gebe ich gerade ganz offen zu, das habe ich nicht kommen sehen, dass ich den Winter so verbringen werde. Ich find's geil. Na komm. Tauwerk, schön. Wir haben alles theoretisch von den Materialien her. Müssten wir alles haben. Wir haben Zahnräder von den Banditen. Wir haben wirklich einen Haufen Schießpulver. Gut, das kostet auch 80, also der Haufen ist nicht mehr ganz so groß, aber wir haben es. Platine können wir locker noch machen. Schmeiß die Generatoren an. Oh. Beide, go. Dessen sortiere ich kurz Sachen weg. Okay, Moment mal, hier erstmal meine Erzkiste. Was sagst du? Kannst erstmal ausgehen. Erze, Erze, Erze. Erze. Achso, hier ist auch nochmal Erz. Schön, schön, schön. Sogar ein Zahnrad nochmal wiedergefunden. Geil. Ey, und wir hätten jetzt genug für das Unterhebelgewehr. Hey! Oh, wie gut! Oh, der Dach ist so geil. Ich freue mich gerade einen Ast ab. Oh. Das Problem ist, ich kenne mich. Jetzt will ich mehr. Wir holen uns jetzt auch noch mehr. Oder ich sterbe. Aber dann, ganz ehrlich, bin ich selber schuld? Das ist dann so. Achso, ja, ich könnte nochmal Verbände gebrauchen. Haben wir mal 1, 2, 3. Mal drei davon. Geil. Machen auch noch mal Schrotflintenmunition. 1, 2. Pistole zum Nachladen, bitte. Brauche ich hier die Platine? Mal hin. Das. Und den brauche ich auch noch, weil ich brauche eine Platine herstellen und Barren herstellen. Was noch? Ja, das war's. Zahnräder. Ich gehe mal ein bisschen, ich geh mal zwei Gewehrmunitionsschuss rein.
Ist das gut? Ist das gut? Oh, Pistole. Auch mal hier, nicht, dass ich, also wenn ich sterbe. Zack. Zack. Oh mein Gott. Ich gehe jetzt auch wieder weg. Zack, zack. Oh, warte mal. Du kommst dahin und dahin. 800 Strom, das ist jetzt das Problem. Der Knackpunkt. So, wie viel brauchen wir denn davon? 6 Zahnräder. Zack, zack. 80 davon. Da. Hinter. Okay, okay, okay. Da gehen wir hin. Nur kurz die 800 Strom abwarten. So, die Zahnräder lasse ich hier. Dass doch noch Mist passiert. Auch, dich auch. Die Leber kann ich essen. Perfekt. Oh Mann. So. Gut, wenn wir das dann nochmal machen. Diese zwei kleineren Bases sind ja nebeneinander. Wenn ich genug Heilungssachen dabei habe, würde ich einfach, glaube ich, das nächste Mal direkt mit zwei von den Türladungen dahin mich aufmachen mit zwei von den Türladungen. Vor allem, die haben jetzt ein Dach oben drüber. Vielleicht sind die ja sogar noch cooler. Ich hoffe nur, dass sie nicht mehrere Türen haben. Das würde den Witz jetzt nämlich ein bisschen zerstören, wenn ich ehrlich bin. Naja. Könnte ich jetzt aber auch nichts mehr dran ändern. Das ist dann halt so. Und danach wissen wir es. Komm, hier nochmal. Zack. Ja, ich habe da gerade bewusst ein Brett reingeschmissen. Das war Absicht. Haltet durch, haltet durch. Du bist schon aus, oder? Ja, du bist schon aus. Ich hab grad sonst nichts an. Komm mal kurz nach unseren Tierchen. Ich bin aufgeregt. Muss wieder losgehen. So. Ja, ich geht's noch relativ gut. Ich trinken. Ich kann allgemein mal Wasser auffüllen, wenn ich gerade mal so drüber nachdenke. Und die Temperaturen, ich finde, die sind sogar gut genug, dass ich vielleicht einfach die Schutzweste mitnehme diesmal. Wir haben Plusgrade hier. Da kann ich es auch mit der Schutzweste versuchen. Mit. Wasser anständig auffüllen, kümmere ich mich ein andermal dann. Schutzweste, yep. Oh. 3 Stoff, 3 Federn. Ich muss mal kurz meine Klamotten noch reparieren. 3. 1, 2, 3. Ich brauche Stoff. Reparieren. Das ist mir zu teuer. So. Kriege ich meine Ladung jetzt? 800 Strom. Herstellen. Aus. Aus. So. Die sind ja nur, wenn ich mal spontan viel Strom brauche. Jetzt tagsüber kommen wir ja zurecht mit dem Strom, den wir haben. Und zurück, ne? Bin ich satt? Ja. Bin ich mal gespannt. Mit Pech sind die beiden natürlich nachgespawnt, die ich schon erledigt habe. Aber ich habe genug zum Heilen dabei. Ich habe genug zum Heilen dabei. Auch das würden wir geregelt kriegen. Und da hinten war ja auch noch diese wirklich große Jägerbase. Das ist so, wäre vielleicht eine Überlegung wert. Aber da wäre ich zumindest nicht naiv, um
genug, um auszugehen, dass da nur eine Tür drin ist. Das ist so ein Riesenpalast. Da werden ein bis zwei Türen drin sein, da bin ich ziemlich sicher. Also noch drin sein, nicht nur die Eingangstür. Oh, Wolf! Geh weg! Nur wen anders an. Ich will hier nur deine Nachbarn töten. Ihr seid noch nicht wieder eingezogen, ne? Ja? Tür ist noch nicht wieder drin? Sonst was? Oh ja, warte, eure Asche. Her damit. Was war das? Hä? Hä? Okay. Termin! Und ich bin auch so bescheuert und find das geil! Oh, ist das witzig! Lass mal gucken, ob ich den rausgesnipert kriege, der da oben rumrennt. Und die zweite! Woo! Was? Nein! 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 Ich bin zu selbstsicher hier geworden! Ich hab nicht mehr zwischengespeichert! Ich hab doch schon öfter erwähnt, das Spiel stürzt mir öfter ab, deswegen hab ich auch mal zwischengespeichert! Nein! Gott! Okay. Winter ist frei. Ich habe eine Türlade. Okay. Oh mein Gott. Naja, jetzt muss ich mal gucken. Jetzt ist das Spiel neu gestartet. Wegen den Jägern. Scheiße. Naja, gut. Ich versuch's mal positiv zu sehen. Ich weiß, dass ich jetzt nicht in eine Mine laufen sollte. Da vorne ist irgendwo eine Mine. Aber ich will sie sehen. Jetzt sind ja auch noch überall Kisten, Leute. Da! Oh! Übel. Üble Nummer. Jetzt seid ihr noch tot? Dann werden es die anderen nämlich wahrscheinlich auch noch sein. Asche? Da drin auch nochmal? Jo. Oh, warte mal, ist in der Fettschmelze was drin? Oh. Hab ich gar nicht drauf geachtet eben. So. Dann. Gut gelaunt zu den nächsten, ne?
Echt jetzt? Das mit dem Gewehr habe ich ja richtig toll gemacht. Oben der eine muss definitiv noch da sein. Mach's Fenster auf. Kannst mich mal. Arschloch. Und jetzt friere ich auch noch. Darf doch nicht wahr sein. Oh, wartet mal. Da ist ja noch einer. Okay. Ich habe noch 3 Schuss in der Schrotflinte. Echt jetzt? Wichser. Noch einer? Nee, oder? Oh, Händchen haltend im Tod. Oh, wie schade, dass ihr tot seid. Ich hab's durchgezogen. Oh, das ist cool. Hä? Ach so. Gott, ich dachte, ich habe mich jetzt festgebackt. Danke für die Werkbank. Inhalt. Dafür. Okay. Schrotflintenmunition. Danke. Hübsch habt ihr es hier. Leute, das waren 2 Gigabases. Oh, wartet mal. Habt ihr vielleicht auch noch was in der Fettschmelze? Ah. Danke. Allein das Asche ist schon, die Asche ist schon geil. Kann ich mal wieder ein paar Felder düngen mit. So, hier ist nichts drin. Ist auch nichts. Ja, komm. Übertakten und an. Verballerter Sprit. Das ist in Ordnung. Oh, was haben wir denn hier Schönes? Shotgun Money. Hülsen, Hülsen, Hülsen. Und hier ist noch Schießpulver. Wehrpatrone. Fischöl. Leber. 3 Metallbarren. Ein Nägel, 2 Nägel. 12 Nägel. Kalium. 2. Kalium. 10 Kalium insgesamt. Revolvermuni. Was bist du? Banditen-Sendeempfänger. Zeigt allen Gruppenmitgliedern für gewisse Zeit die Position eines Banditenlagers an. Okay. Danke. Oh, wie gut. Jo. Richtig gut. Hatten die anderen eigentlich auch eine Werkbank? Da hatte ich doch gar nicht reingeguckt, ne?
So, eure Claymore war auch irgendwo hier, ne? Da. Vorne ist eine Munikiste. Dann lass uns jetzt mal kurz auf Standard schalten. Wow. Ist Pulver? Oh, das sind die Großen. Den gehe ich jetzt mal nicht zum Spielen. Ja, du frierst. Ärgerlich. Geh ja schon. Hör mal, gucken, ob die auch eine Werkbank drin haben, ne? Müssten sie eigentlich. Da habe ich gar nicht reingeguckt nach Loot, glaube ich. Oh, mir geht gerade natürlich mein erhöhtes Ausdauer und... Oh Gott, wo war... Da war sie. Oh Gott, ich dachte, ich renne jetzt trotzdem nochmal rein. Moin, wärm mich mal auf, bitte. 8 Grad, danke, danke. Werkbank? Nö, die haben echt keine Werkbank. Da muss ich jetzt aber mal offen protestieren. Die haben eine Solarzelle auf dem Dach. Eine Solarzelle benötigt Platinen. Und eine Platine benötigt eine Werkbank. Wie soll es denen möglich gewesen sein, diese Solarzelle aufs Dach zu packen? Oh Gott. Ihr habt zwei Banditen verfallen. Uns fehlt nur noch die große, oder? Wie viele Banditen-Bases gibt es denn? 3 oder 4? Also mir bewusst werden jetzt gerade die 3. Und 2 von 3 haben wir erledigt. An die große träume ich jetzt erstmal noch nicht ran. Dann lass uns mal lieber noch mal 2 Sprengladungen für machen, aber dann überfallen wir auch die mal. Nice. Oh, da hinten ist noch eine Kiste. Oh. Geiler Tag. Geiler Tag. Achso, schade. Ich habe gehofft, das ist eine Munikiste. Ah. Schon wieder so anspruchsvoll. Ja, nachdem der ganze Tag schon so geil war. Ah, die hatten gerade keine Waffenteile für mich, ne? Mal gucken. Kann ich eigentlich gar nicht vorstellen. Naja, dafür haben sie genug Asche, damit ich meine Felder einmal durchdüngen kann. Also, eigentlich ist das auch in Ordnung. Zack. Zack. Oh, schön. Habe ich Holz? Nö. Aber hier, ich kann mir ein Brikett machen. Aha. Waffenteile? Oh, 4 Stück hatten sie. Also insgesamt 4 Stück. So, ich esse mal was. Ja. Leber. Ey, die Ausdauer ist wieder da. Und... Komm, 1 von den Hähnchen. Perfekt, den Apfel. Ah. Ich liebe unseren vollen Kühlschrank. Was haben wir hier für... Oh Gott. Zack, zack. Wasser drin? Jo. Lass uns gleich mal... Lass mal oben kurz Felder dünnen. Wir haben genug Asche, da können wir uns das mal wieder erlauben. Zack, 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 zack. Anscheinend habe ich aber nicht genug Wasser. Das müssen wir noch. Kann ich hier Schnee auffüllen? Doch, tatsächlich! Ich kann das einfach im Innenhof machen. Das ist ja entspannt. Oh. Zack, zack, zack. Was haben wir hier eigentlich? Lachsfilet verbrannt. Oh, hebe ich mal auf. Das wird zur Masse gemacht, sobald ich mal wieder Masse brauche. Aber hier 3 fertige Metall-, also Eisenbarren. Das gefällt mir. Was sagt unsere Energie überhaupt gerade? 195, schön. Hier ein bisschen Sprit nachfüllen. Sprit ist wieder aufgefüllt. Träumchen. Kohle ist nachgeladen, hier. Lass uns doch mal das Unterhebelgewehr vorbereiten. Lass uns das jetzt mal zum Schluss machen. Wir sind ja jetzt eh gerade entspannt zu Hause angekommen. 20. 5. 5 davon.
Ah, das ist nicht ganz so geil. Und 6 Bretter. Gut, das ist... Muss auch mal wieder Bretter machen. Ach, ist okay. Lassen wir die mal nebenbei durchlaufen. Tut ja nicht weh. Zack, zack. Oh, wir haben 100 Nägel. Damit können wir theoretisch schon mal wieder was anfangen. Waffen. Erze. Also ich muss sagen, ich finde es auch ganz geil, dass wir fertige Erze bei denen rauskriegen. Also durch die Raffinerie gejagte Erze. Das ist schon ganz geil. Wasser, dann dürfte ich mich das andere Feld auch nochmal düngen. Wir haben jetzt 2 Felder mit Tomaten. Ist ja definitiv nicht schlecht, also damit können wir unsere Tierchen auf jeden Fall sehr lange Zeit durchfüttern. Zack, zack, zack. Zack. Voll, voll. Perfekt. Geht's euch? Oh, Hühnchen ist gleich Level 3. Sobald es Level 3 ist, werden wir es direkt erlegen. Wir müssen es ja nicht länger durchfüttern als muss. Okay, das war... Ja, natürlich müssen wir es nicht länger, als wir es müssen. Was für eine geile Aussage war das denn bitte schon wieder? Haben wir mal einen Verband. Hängt den mal hinten dran. Wir könnten uns sogar noch einen... Eine Türladung können wir uns sogar noch leisten mit den Materialien, die wir haben. Geil. Kleber. Auch geil. Wir haben jetzt 9 Kleber. Hier kommt. Das Ding ist auch nicht. Ich gebe den mal. Den mal hier zu. Kann ich jetzt gerade nichts mit anfangen. So. Wie viele Bretter brauchtest du? 6. So. 2 Barren noch. Krieg ich das hin? Dann mit dir. An. 2 Barren gönne ich mir jetzt nochmal schnell. Dann haben wir die Materialien fertig für das Unterhebelgewehr. Wir müssen uns natürlich noch um eine ganze Menge Dinge kümmern, aber wir hätten sie dann fertig. Was brauche ich denn hier für die Frei... Freilandhaltung! Freilandhaltung! Den Generator nochmal an, bitte. Oh. Und wir sind natürlich erst bei knapp 40 Minuten. Ja. Klein Moment. Oh, ich habe nicht mehr genug Kupfer für 2 weitere Barren. Ah. Aber für einen Barren auf jeden Fall noch. Mach mal. Mach mal Kupfererze. Ich brauche Kupfer. Ich brauche Kupfer. So, brauche ich auf jeden Fall noch die da. Wie können wir uns die Freilandhaltung? Na, Stoff, Stoff, Stoff. Hier, Baumwollstoff war. Nein. Oh yeah. Komm. 2 Kleber, 2 Kleber. Haben wir ja auch gefunden. Die waren ja heute so spendabel, die Jungs. Ja. Das dauert einen kleinen Moment. Ich merke schon. Sehr gut. Mit der Masse bin ich vielleicht ein bisschen ungeduldig. Oh, warte, ich habe extra Stöckerauflage für so einen Scheiß. Was ist denn hier? 80 Masse brauche ich. Passt schon. 80 Masse voll. Schön. Der nächste Tag bricht an. Den werde ich dann auch. Den angebrochenen Tag werde ich dann wieder nutzen, um vielleicht mal eine kleine Mini-Tour zu machen. Erstmal hier wieder runterkommen mit dem ganzen Kram. So, die Tiere müsste ich auch versorgen, oder? Wäre vielleicht auch nicht so schlecht. Ich habe aber nicht mehr so viel. Strom. Also könnte
das Huhn dann natürlich auch bis Level 10 hochticken lassen, oder? War doch bis 10, ne? Ja. Dann haben wir sie, glaube ich, hier vielleicht sogar im Hof rumrennen, wenn das Spiel gütig zu uns ist. Aber ein bisschen hochticken, genau. Nicht, dass der Kühlschrank auf einmal ausgeht wegen Strommangel. Was für ein geiler Tag! Oh. Ich bin einfach durchgängig zufrieden. Gut, ich hätte mich weniger verletzen lassen können, aber anderes Thema. Oh. Kannst du mir jetzt noch den Metallbarren machen? Einen brauche ich ja noch. Erstellen. Jo. Und dann haben wir die Materialien für das Unterhebelgewehr, zumindest auf Lager. Und die nächsten Materialien, speziell Eisen. Für zwei Projekte haben wir noch vor uns. Klettergeräte. Müssen wir jetzt wieder in die Höhle. Klettergeräte und den Ofen. Gut, hier theoretisch auch. Also Eisen ist das, was wir wirklich viel brauchen. Das heißt, ich werde auch den Erdbohrer wieder komplett durchlaufen lassen. Mal Unterhebelgewehr ist komplett vorbereitet. So. Naja, lass ihn mal kurz laufen. Effizienter könnte ich dich noch nicht machen, ne? Ah, nee, lass mal. Cool. Ich steig wieder auf. Geil. So. Asche, Asche, Asche. Der Kotfänger wäre natürlich noch geil wegen Dünger. Was kostet mich der denn? Wieder einen davon. Das hängen wir hinten dran. So. XXL-Folge heute. Oh. Ich habe vergessen, was ich brauche. Ein Eisenbarren und eine komische Platte. Ja, ist okay. Ist okay. So. Verband bitte hier rein. Für Notfälle. Kotfänger. Wir brauchen 40 Masse dafür. Muss laufen schon wieder beide durch. Wenn oh, ja. 40 Masse. Wir haben wir die Sticks noch? Ja. Sticks haben wir noch. Einer mit. Scheiß auf alles. Laufen durch. Lass ich auch mal laufen. Oh, jetzt wird's gerade hell. Jetzt kommen die Solarzellen noch dazu arbeiten. Wir dürften gerade einen ganz guten Input haben, ne? 2,49. 2 von dem Generator. 0,3 von der BKE. Macht 0,19. Also in etwa 0,2 kriegen wir gerade durch die Solarzellen rein, beziehungsweise auch durch das Windrad. Ich kann mal gucken, aber ich speichere lieber vorher. Achso, Solar ist gerade nicht so geil. Das. Ich kann mir hier doch nicht einfach ein Reh hinstellen. Hä? Okay. Ich habe mir das nicht eingebildet. Ausführen. Sammle ich auch noch euren Code ein. Aber nochmal Futter wäre noch gar nicht so schlecht, ne? Die würde ich jetzt ungern verhauen, weil die werden wir nochmal gebrauchen. Wie viel Essen gibst du? Ich hoffe, die Tomaten.
bald soweit. Ja, sind bald soweit. Gut. Aber wir haben jetzt den Kotfänger, das heißt, wir haben sogar Dünger, den wir uns jetzt quasi selber aus deren Arsch ziehen. So. Retter, so ein Fischöl. Wieso habe ich denn das ganze Fischöl ständig dabei? Oh. Hier. Nachfüllen. Selber könnt ihr nochmal satt essen. Sorry, ich mache hier gerade so viele Sachen gleichzeitig. Warum nimm nochmal eine Leber? Haut ganz gut auf den blauen Balken, das finde ich schön. Mein Gemüse ist super. Ey, wir haben Tiere in unserem Innenhof rumlaufen. Cool. Gewehrmunition wäre noch nicht schlecht, aber ich glaube... Ah, nein, ich werde den normalen Bogen wieder mitnehmen. Für Kleintiere, wenn wir auf Jagd sind. Das war ja der Plan. Borns vergessen. Ich werde nicht beide anlassen müssen. Dass die hier nur nebenbei laufen. Jetzt kommt da das Eisen wieder durch. Ja, wir müssen einiges mal an Material wieder schaffen. Beziehungsweise für die Solarzellen wäre auch mal wieder... Also mehr Solarzellen wäre auch gut. Hier. Haben wir auch alles da. Das heißt, wir werden auch unser Solarfeld bald wieder aufbauen. Also eins müssten wir uns auch leisten können. Drei Platinen macht sechs Perlen. Ja! Wir bauen uns noch demnächst mal die vierte Solarzelle auf. Das dürfte mit unserem Strom dann nochmal richtig geil werden. Aber gut. Lang genug geschwafelt. 47 Minuten. Oh Mann. Ich hoffe mal, diese Extremlänge stört nicht. Ja, wahrscheinlich nicht. Aber oh Gott. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, wie immer, gerne ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.